Also heute machen wir eine syrische, typische Nachspeise und die heißt Madluka. Für Madluka brauchen wir zwei Teile, Creme und der Teig. Für den Teig brauchen wir Mehlnudeln und heißt Kunafa, Zuckersirup, Wasser und Zucker und ein bisschen Limonsaft. Und geschmolzene Butter, Schlagsahne, Zucker, Blumenwasser und ein bisschen Pistazien vordekorieren. Erster Schritt, wir müssen die Creme vorbereiten. Gut. Um kalt zu sein. Für die Creme wir brauchen 1 Liter Milch, Zucker, Grieß, Maisstärke und eine kleine Packung Vanille. Alle Zutaten zusammen rein. Aber die Milch muss kalt sein zuerst, danach wir kochen auf dem Herd. Wir machen diese Nachspeise oder Süßigkeit in Fest, in Party, in Ramadan. Immer. Ja, also jetzt wir müssen die Milch auf dem Herd kochen. Gut. Circa 10 Minuten. Jetzt wir müssen die Butter reinmachen. Ein bisschen durchkneten. Ja, genau. Und jetzt wir müssen die Nudeln mit dem Fleischwolf mahlen. Wir brauchen Zucker und Zuckersirup. Okay. Inzwischen. Okay. Mhm. Das packen wir dann dazu auf dem Herd, ja. Lassen das köcheln und kommen dann damit zurück. Zuerst müssen wir das Blumenwasser dazugeben. Ja, zugeben. Wir machen ein bisschen Sahne rein, um weich zu sein, dieser Teig. Was muss ich jetzt da machen? Ah, einfach flach machen. Ja, ein okay. Form. Jetzt fertig. Okay. Jetzt. Okay. Jetzt die Creme drauf? Die Creme drauf. Okay. Also wie einen Kuchen anschneiden? Mhm, ja, genau. Ja. Jetzt will ich es probieren. Ja, bitteschön. Okay. Lecker? Super lecker. Ich finde es toll, dass dieses Blumenwasser so sehr schmeckt. Ja.